Okay. Kann man hier eigentlich... Nee, ne? Ah, ja. What the... Was ist das denn da? Tja, okay. Naja. Ich dachte, die Karte verrät einem vielleicht schon ein bisschen was. Und was hat es... Oh nein, bitte nicht. Ich hasse Cerberus-Hunde. Ich hasse sie. Das ging jetzt noch relativ gut, aber wenn die irgendwo aus der Ecke gehüpft kommen, dann ist immer Schluss. So, was hat es hiermit auf sich? Atlas Portable Generator. Die Dinger stehen überall rum und keiner weiß, wofür die sind. Vor allem Portable Generator. Generator, Entschuldigung. Oh Gott. Na, hungrig? Tja. Kann ich dir auch nicht helfen. Mann, die machen mal einen Krach. Ist ein bisschen zu viel Platz. Das gefällt mir nicht. Mir gefällt das hier überhaupt nicht. Wo bin ich denn hier? Bin ich hier überhaupt richtig? Hallo. Officer Valentine. Aber wie gesagt, ich bin nur so zaghaft, weil ich nicht weiß, was mich hier erwartet. Alles gut, wenn ich jetzt wüsste, was hier los ist, dann würde ich wahrscheinlich ein bisschen schneller durchrennen. Aber wie gesagt, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Ich brauche mich hier nicht beeilen. Wenn ihr einen Speedrun sehen wollt, seid ihr hier falsch. Hm. Sieht mal sehr nach Umspannwerk aus. Vielleicht können wir hier schon den Strom wiederherstellen. Das wäre super. Ah, na klar. Sag mal. Ey. Was die sind für ein Problem, sag mal. Kann die mal sterben? Oh, das war's noch nicht. Scheiße. Ach, ich wollte gerade ausweichen wollte ich. Verdammt. Was ist mal los jetzt? Ach komm. Das ist wohl nicht dein Ernst. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie viele hier sind. Oh Gott, scheiße. Okay, warte. Nein! Ach Mann, ich wollte gerade die Schrotflinte auspacken. Scheiße. Das war nicht gut. Kriege ich euch beide? Jo. Zwei zum Preis von einem. Cool, da gab es ein Achievement für. So, Heilung habe ich natürlich keine dabei. Wunderbar. Aber hier sind jede Menge Spinte. Hier ist bestimmt was drin. Keine Panik. Schießpulver. Nichts. Come on, echt jetzt? Das Ding hält für zwei Spinte? Okay, Doppelspind. Ich brauche dringend irgendwas, um die aufzumachen. Hm. Nur ein bisschen Schießpulver. Gut, von mir aus. Ja, natürlich lilanes Kraut. Mm, Trollolo. Mit lilanem Kraut alleine kann ich nichts anfangen. Verdammt. Da ist ein Kontrollraum. Oh Gott. Wir sind fast am Arsch. Okay, vielleicht sterben wir gleich das erste Mal. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Oha. Unsafe Room. Ja. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay, wir kriegen Heilung. Alles gut. So, Fax vom Leiter des Uhrwerks. Unterwerks, Entschuldigung. An alle Mitarbeiter. Als Reaktion auf die gewaltsamen Ausbrüche in der ganzen Stadt haben wir einen geplanten Stromausfall eingeleitet. Sobald die Situation unter Kontrolle gebracht wurde, reaktivieren Sie bitte so schnell wie möglich die vier Trennschalter. Sobald dies erledigt ist, schalten Sie den Hauptschalter in der Schaltzentrale ein, um das Stromnetz wieder zu aktivieren. Ihr etwas merkwürdig redender Chef. Ja, okay. Das ist schon mal gut. Dann können wir erstmal... Oh, eine Gürteltasche. Wir können mehr Sachen tragen. Zwei Inventarplätze mehr. Sehr gut. Das ist sehr gut. Pass mal auf. Wir haben ja jetzt relativ viel Schaden genommen. Ich mach mal hier mir ein großes. Und dann
lade ich mal unsere Flinte eben nach. Wir können auch die zweite Handgranate tragen. Das kann man stacken, nur für den Fall. Wir können die beiden mal gerade kombinieren. Für noch ein bisschen mehr Flint. Oh, es gibt mal. Ach so. Ah, also zweimal hochwertig gibt. Mag-Munition ist für die MG. Fürs Maschinengewehr. Ah. Dann ist hochwertiges Schießpulver und normales Schießpulver ist dann Schrotflintenmuni. Entschuldigung, ich muss mal gerade was trinken. Sorry, ich mach mal ganz kurz Mikro. So, jetzt geht's wieder. So, ich lade mal eben die Schrotflinte nach. Das war nur ein Schuss, aber der kann entscheidend sein. Dann packe ich das erstmal wieder weg. Das packen wir weg. Und dann nehme ich noch einmal Heilung mit. Und die andere nehme ich jetzt. So, dann haben wir noch 4 Plätze frei. Das sollte reichen. Hui, was, wie, wo, wer? Erwin! Erwin, du Verrückter! Mit Twitch Prime abonniert. Hi, grüß dich. Danke, danke. Oh, geil. Du bist jetzt in der Aufnahme drin. Ich nehme gerade auch für YouTube auf. Aber alles gut. Mach feel free to join. Und feel free to, keine Ahnung. Alles gut. Ich hätte ja auch die Alerts deaktivieren können. Ich Fuchs. So, was ist denn da los? Da ist irgendwas. Irgendwas ist da los. Keine Ahnung. Sieht aus wie die Alien Queen persönlich. So, hab gleich viel zu tun. Was ist denn los? Heute ist doch Samstag. Da hat man doch nicht viel zu tun. Da hat man nur sich auszuruhen und so. Was ist denn da los? Pac-Man oder was? Labyrinth, keine Ahnung. Oh nein, sag mir nicht, dass ich ahne Böses. Oh, oh, it smells like... oh, I don't even want to think about it. Ja, ist vielleicht besser so. Was ist denn hier passiert? Ich habe keine Ahnung. Außerdem hatte ich eh vor, dass du im April dran bist, abonniert zu werden. Dankeschön. Oh, danke, lieber Erwin. Das ist lieb von dir. Vielen, vielen Dank. Ach, guck mal, jetzt steht hier Kraut rum. Weißt du? Jetzt habe ich wieder Crowdfunding. Ja, okay. Wir gehen gleich nochmal an die Kiste. Grüne Kräuter, sie wirken. Ich habe angefangen zu glauben, Chat würde nie von seiner Runde zurückkommen. Also habe ich meinen Kopf da reingesteckt und verdammte Scheiße. Das nächste, was ich weiß, dass irgendwelche Maden in meinem Hals runterrutschen. Ich habe gewirkt wie blöde, aber das hat die kleinen Viecher kaum gestört. Sie sind einfach nicht hochgekommen. Ich bin herumgetorkelt wie ein Irrer und dann habe ich es gesehen. Ein grünes Kraut. Was? Meine Oma hat mir mal erzählt, dass grüne Kräuter ein natürlicher Insektenschutz sind. Also habe ich eins gegriffen, mir in den Rachen geschoben und runtergeschluckt. Und wer sagt's denn? Die kleinen Viecher wollten nicht mehr in mir drin sein. Ich war noch nie so froh, mich übergeben zu können. Okay. Ich werde nochmal da rausgehen, um nach Chat zu suchen. Falls jemand das hier liest, denkt dran. Esst euer Grünzeugs. Okay, war das jetzt Popeye oder? Keine Ahnung. Alter Finne, was zur Hölle? Und was für Viecher hat er gemeint? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ich möchte es eigentlich gar nicht wissen. Ich habe eine Vermutung, was hier ist, aber... naja. Vielleicht ja doch nicht. Vielleicht haben wir Glück. Und ich brauche irgendwas um diese Schlösser. Da vorne ist schon wieder so eins. Ich brauche was, um diese Schlösser hier aufzukriegen. Warte mal, vielleicht gibt es einen Hinweis. Internes Unterwerk Memo. Der Schlüssel zum Hochspannungsabschnitt ist verloren gegangen und wir werden von nächster Woche keinen Ersatz bekommen. In der Zwischenzeit wird ein Dietrich für den leitenden Mitarbeiter im Dienst bereitgestellt. Wir besitzen nur ein Exemplar davon, das wir nicht verlieren dürfen. Behalten Sie es also in der Schatulle, wenn Sie es nicht gebrauchen. Könnten Sie alle bitte noch einmal nachsehen, ob Sie den Schlüssel nicht versehentlich mit nach Hause genommen haben? Wenn Sie ihn finden, bringen Sie ihn bitte zur Karte in der Verwaltung. Ja, das wird wahrscheinlich irgendwer getan haben. Irgendwer hat den Schlüssel mitgenommen. Ich hoffe nur, der Dietrich ist dauerhaft zu verwenden. Oh. Ich ahne es, dass wir da den... Hey, Kollege! Okay. Was geht doch schief?
Oh, der hat aber einen dicken Bauch. Das. Nein, das. Mm-mm. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Oh my God. Die machen mir aber nichts, ja? Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, der hat so einen dicken Bauch, der war so aufgebläht. Das ist meistens nicht gut. So, untersuchen. Oh, was ist das denn? Dietrich, ein Spezialwerkzeug, das es dem Nutzer erlaubt, einfache Schlösser ohne einen Schlüssel zu öffnen. Gut, behalte ich den jetzt dauerhaft oder ist der jetzt nur einmal zu verwenden? Ich hoffe, ich behalte den dauerhaft. Dann wüsste ich jetzt sofort, was ich machen würde. Ich würde jetzt nämlich erstmal zurückgehen und die ganzen Schlösser öffnen. Also Backtracking ist hier hart am Bienen. Das tut mir leid, aber ich will wissen, was in den ganzen Spinden und überall drin ist. Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Ich probiere das mal, ja? Mal gucken, ob der jetzt kaputt geht oder ob wir den behalten. Wir behalten den. Geil. Scheiße. Hab ich mich erschrocken. Nein. Alter. Boah, what? Bitte, was? Okay, das war, glaube ich, nicht so gut. Hier, wir sollen unsere Kräuter essen. Ich glaube, ich sollte... Okay, warte. Hier, guck mal, da unten. Parasit. Was? Was ist das denn? Okay, wir haben lustige kleine Tierchen drin. Ich nehme mal hier, ne? Boah, wie gemein, wenn du jetzt... Ja gut, hier stehen ja Kräuter rum, ne? Aber wenn du jetzt kein Kraut hättest, dann wärst du am Arsch. Boah. Alter, was war das denn? Das war eine Spinne oder irgendwas? Ist das widerlich? Okay, ich gehe hier noch nicht weiter. Ich gehe erstmal zurück und mache alle Türen auf. Und alle Schlösser, die ich finden kann. Oh Gottes Willen. So, ich speichere hier mal gerade. Ich habe keine Angst vor Spinnen, ne? Aber das hat mich doch gerade ein bisschen erschrocken. Boah, puh. So, ich glaube, ein Spind war doch direkt sowieso hier vorne. Hier war doch direkt ein Spind, die da vorne, genau. Der sogar direkt zwei Türen versperrt. So, zack. Dann kommen wir auch in den Mega Man-Laden rein. Ja! Geil. So, Pistolenmuni. Ach, die geht gar nicht auf. Schade. Leute, wir kommen in den Mega Man-Laden. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht wieder überall Zombies aufgestanden sind. Das wäre ein bisschen schlecht. Aber ich möchte natürlich die Gebiete aus... ich möchte die Gebiete fertig haben. So, die waren ja dahinter. Da ist nichts. Hier war nichts mehr. Gut. Es ist ja ein bisschen Open World, ne? Es ist zwar sehr schlauchig an manchen Stellen, aber man kann halt nochmal komplett zurückgehen. Das finde ich super. Das war in Resident Evil 2 nicht ganz so extrem, also im Remake. Da konnte man auch stellenweise nochmal zurück, aber manche Gebiete waren irgendwann einfach dann... Die konnte man nicht mehr besuchen. So, und wahrscheinlich werde ich das gleich bereut haben, dass ich zurückgehe. Irgendwas passiert doch jetzt. Ich glaube nicht, dass das Spiel das so einfach zulässt, dass ich jetzt zurückgehe. Ist nur so eine Vermutung. So, hier ist schon das nächste. Klicke die Klack. Schlossfall ab. Erste Hilfespray. Nice! Können wir direkt hier alles schon da lassen. Zack. So, dann pass auf. Ich brauche die eigentlich, da ich ja jetzt eh alles weglute. Komm her. Ich leg die mal weg. Ich weiß zwar nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber da habe ich ein bisschen mehr Platz. Weil ich glaube, ich brauche jetzt sowieso erstmal... Ja, komm. Ich leg mal alles weg, was ich so nicht unbedingt brauche. Die Schrotflinte lasse ich auch mal hier. Die nehme ich mir nachher wieder mit, wenn ich zurückgehe. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass Nemesis kommt. Und wenn, dann habe ich Pech gehabt. So, dann ab in den Mega Man-Laden. Der ist direkt hier vorne. Uiuiuiui, ich bin schon so gespannt. Ich bin gespannt, was es hier jetzt gibt. Hoffentlich nicht so einen komischen Super Soaker. Und wenn, dann bitte mit Säure. Oder mit Feuer. Raccoon Toons. Oh, ein Spielzeugladen. Mega Man. Ach, geil, ey. Oh, ich möchte so eine... Ach, guck mal. Da ist er schon. Wisst ihr, wusste ich's doch. Ich will so eine Figur haben. Ich habe zwar schon diese Pop-Figuren, die man kennt.
Diese Wackelkopf? Nicht Wackelkopf, diese mit den großen Köpfen, ihr wisst, welche ich meine. So, Bobbing Head Dolls. Ihre Charlie-Figur. Die originale Charlie-Figur basierte auf dem Konterfei des Gründers von Toy Uncle, Charlie McBergen, und wurde zum Maskottchen der Firma. Wir freuen uns, Ihnen unseren 25. Jubiläum eine Porzellan-Charlie-Figur zu präsentieren. Diese von unseren Mitarbeitern mit Liebe und Sorgfalt von Hand gefertigte Figur in limitierter Produktion ist ein ideales Geschenk. Wir hoffen, dass Charlie seinen Platz als geschätztes Mitglied ihrer Familie findet. Vorsicht, dieses Produkt ist extrem zerbrechlich. Schützen Sie es vor Fällen und Stürzen. Nein. Das sind nämlich Sammelfiguren und wie gesagt, wenn man die alle findet, dann gibt es wieder was Schönes. So, ich versuche mal was. Also bis dann. Alles klar. Ich drücke dir die Daumen. Ich hoffe, was auch immer du machst, es gelingt dir. Ach, scheiße. Entschuldigung, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier... Nee, das kann man nicht kaputt machen. Oder so ein Helm wäre cool. Ey, wenn wir so einen Helm anziehen könnten, ne? Nur mal so rein aus Spaß. Gut, hat sich auf jeden Fall für die Figur schon gelohnt. So, Supermarkt. Da war, glaube ich, nichts. Ich guck mal gerade auf der Karte, wo wir noch was vergessen haben. Im Donutladen ist noch was. In der U-Bahn-Station, da könnten wir... ja, ich überlege gerade. Ich glaube, wir gehen erstmal in den Donutladen, oder? Ich gehe erstmal in den Donutladen. Der ist sowieso direkt hier. Die Kollegen, ne? Ich würde ja eine Granate darunter werfen, wenn ich nicht so geizig wäre. Der da muss noch ein bisschen weg. Natürlich geht die Aldi jetzt darüber, ne? Ist ja klar. Guck mal, die haben alle nur einen gewissen Radius. Sobald ich hier oben bin, bleiben die da, wo sie sind. Und gehen wieder weg. Oder kommt die jetzt doch hier hoch? Das ist übrigens ein Typ. Habe ich gerade die Mütze vom Kopf geschossen. Sehr gut. Okay, einer weniger. Verdammt. Den könnte ich noch ausmanövrieren. Aber da unten der Besoffene, der macht mir noch ein Problem. Muss der jetzt genau vor der Tür rumeiern? So, Dickerchen. Ich könnte höchstens versuchen. Schaffe ich das? Ja, habe ich geschafft. Sehr gut. Schön weggedasht. Nice. So, hier wollte ich noch dran. Genau. Okay, einmal benutzen. Eine Handgranate. Sehr gut. So, gucken wir hier mal rein. Untersuchen. Das ist bestimmt für die Uhr. Das kann nur für die Uhr sein. Gut, lege ich auch mal gerade weg. So, und die Handgranate lege ich auch mal gerade weg. So, fehlt jetzt noch was? Ich guck mal gerade. So, Donutladen. Da liegt Schießpulver? Wo hab ich denn da Schießpulver übersehen? Ups. Upsala. So, in der U-Bahn-Station müssen wir nochmal vorbei. Ansonsten müsste ich alles haben. In der Station war nichts mehr. Und im U-Bahn-Büro ist auch noch ein Schloss. Okay. Alles klar. So, wo habe ich denn hier Schießpulver übersehen? Tatsache. Alter, okay, cool. Gut, dass wir nochmal geguckt haben. Gut, dann gehen wir jetzt zur Bahnstation, würde ich sagen. Gehen wir den langen Weg oder gehen wir die Treppe lang? Ach komm, wir gehen gerade hier vorne lang. Ist hier richtig? Ja, ne? Ach nee. Aber ins U-Bahn-Büro wollte ich doch eh wegen... Ja, genau, da müssen wir ja auch nochmal rein. Alles gut. Ins U-Bahn-Büro muss ich ja auch nochmal. Dann haben wir hier alles und dann gehen wir noch rüber auf die andere Seite und dann habe ich hier alles abgegrast. Und dann könnten wir eigentlich mal gucken, ob diese Dinger dann da reinpassen. So, hier war noch eine Kiste, genau. Ob diese Juwelen da in die Uhr passen. So, oh.
Dankeschön. Flintenmuni, danke. So, dann haben wir hier. Achso, da ist auch noch ein Schloss. Dann gucken wir doch da auch nochmal gerade. Ja, hier war noch eins, genau. Sehr gut. Ich dachte gerade, es geht nicht auf. So, und noch. Oh. Alter, das Spiel verwöhnt einen ein bisschen zu viel, ne? Also. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, ich bin einerseits sehr dankbar, aber auf der anderen Seite, ja. Ist das denn alles so richtig? So, jetzt müssen wir nur noch in der U-Bahn-Station gucken. Das Problem ist, dass da ein paar Kollegen sind, ne? Aber die kann ich wegwemsen. Das ist, glaube ich, egal. Das ist, glaube ich, egal. Huch, da wollte ich gar nicht hin. Ich nehme mal gerade hier die Abkürzung, ne? So, ich gehe jetzt gerade noch in die U-Bahn-Station und dann mache ich auch erstmal ein Päuschen. Jetzt 2 Stunden durchgespielt. Wird mal Zeit für eine kleine Pause. So, da unten müssen wir jetzt hin. Gerade gucken. Genau da, dann durch. Ach ja, das ist die Gasse. Das ist die Gasse, wo ich die Kollegen zurückgelassen habe. Glaube ich. Oder? Nee, warte mal. Hier, doch, 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 hier. Hier, hier, hier. Ja, genau. Da ist aber auch keine Kiste. Ich habe eine. Nee, ich habe die Granate weggelegt. Scheiße. Ja. Okay, dann müssen wir die wegschießen. Oh, ja, hat ja gut geklappt. Sehr gut. Das ist übrigens Zufall mit dem Headshot. Also das klappt nicht immer. Das war im alten Resident Evil aber auch schon so. Okay, interessant. Der ist wirklich schon tot. Ich hoffe, das waren die 2 einzigen. Ne, da ist natürlich noch einer. Ja, komm, wir haben es ja gerade. Natürlich. Wackelkopf. Na, der hat sich noch mal kurz anders überlegt. Okay. Eine entspannte Rückenmassage von Jill Valentine. So. Ihr Spezialgebiet ist die Wellenmassage wegen Valentine. Verstehst du? Verstehst du? Ja, ist ja gut. So, hier war noch eine Kiste irgendwo. Und da ist die Uhr. Und hier ist irgendwo noch ein Schloss. Warte mal, wo war denn hier... Da. Genau. So. Ah, Flintenmuni. Meine Fresse. Wir kriegen eine Muni. Das hat sich echt gelohnt, nochmal zurückzugehen, ne? Möchte ich nur mal gerade so sagen. Denkmal. So. Da hat schon einer unser Denkmal ohne uns enthüllt, ne? Oder wie war das? Hol den Vorschlaghammer. So, hatten wir nicht noch mehr? Nee, ne? Waren nur die 3, oder? Ja. 3 Schatullen haben wir gefunden. Gut. Mal schauen. Guck mal, wie zufällig da einfach 3 verschiedene Farben sind von den Sachen, die wir gefunden haben. Mensch, klasse. Oh, warte mal. Ah, es geht wieder zu. Ach so, ich verstehe. Wir kriegen jedes Mal was anderes. Ich habe jetzt gedacht, das wird nur einmal passieren und wir hätten uns eins aussuchen müssen. Geil. Taktischer Schaft für die Flinte. Nice. Geil, her damit. So. Und Nummer 3. Das klingt wie... Entschuldigung. Und noch eine Tasche.
Jawoll! Urgestein habe ich gerade freigeschaltet. Wahrscheinlich wegen Uhr. Nice. Okay, dann können wir gerade erstmal die Flinte verbessern. Oh Mann, ist das geil. Ich feiere das gerade. So, dann hier einmal kombinieren. Hm. So, jetzt haben wir 4 Schuss. Handarmbruststreuung macht es ideal für Kampf gegen mehrere Gegner. Okay, ich dachte, da steht jetzt vielleicht, wir haben jetzt da irgendeinen besonderen Modi freigeschaltet für die Dings. Haben wir aber nicht. So, wir haben 4 Granaten, 3 können wir stacken. Das heißt, die lege ich weg. Und dann können wir jetzt wieder ein bisschen mehr mitnehmen, würde ich sagen. Wir nehmen mal ein bisschen Heilung mit. Alter, wir haben schon 3 Erste-Hilfe-Sprays. Okay. Ich würde sagen, wir sind gar nicht mal so schlecht ausgestattet. Ja. Definitiv. So, dann sind wir hier gerade richtig. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier eine Aufnahmepause. Und für die Leute auf Twitch gibt es jetzt erstmal eine kleine Erholungspause. Wir haben, wie gesagt, 2 Stunden jetzt durchgepowert. Und ich glaube, jetzt wird es mal Zeit für ein bisschen, bisschen Pause. So, ich mache ganz kurz auch die Aufnahme aus und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Resident Evil 3. Bis dann.